In der letzten Episode. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir das alles in einem Rutsch schaffen. Ich fürchte es fast, nein. Ist das tatsächlich dann alles? Die Kleidung haben wir schon unten. Hier müssten halt relativ viele Hämmer dabei sein. Okay. Ach du Schande, ernsthaft. Wir sind bei 57 Kilo. Das schaffen wir nicht in alles mit einem Rutsch. Geil, ein Container voller aller Kleidung. Ja, sag ich ja. Nur so Geraffel. Ich denke, es ist jetzt auch gar nicht mehr so viel, der zweite Run. Das dürfte jetzt nicht mehr so extrem werden. Die Stöcke und die Kohle, ich lasse die jetzt einfach da. Ja, das kann da liegen bleiben. Wir sind trotzdem 48 Kilo, Leute, alter Schwede. Gut, Schmerz ist ja egal. Wie verstau... Ach, verdammt. Ja, natürlich, an den Schlafsack habe ich nicht gedacht, aber den nehmen wir natürlich mit. Müssen wir wieder Sachen ablegen. Ja, ich hab's verstanden, Junge. Ich weiß, was hier Sache ist. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus. In der Folge 50, ja, die halbe 100 haben wir geschafft. Hey. Wir haben jetzt noch diesen einen Abmarsch, wieder 48 Kilo. Beim letzten waren es schon 50. Ja. Wir haben hier ein bisschen mit dem Wetter zu kämpfen. In der letzten Folge haben wir mit verschiedenen Wettersystemen gekämpft. Na, eigentlich nur mit einem, mit dem Blizzard halt. Nebel hatten wir ja eigentlich nicht. Ja, also das ist halt ein bisschen Wetter, natürlich wetterabhängig, wenn du, sobald du dann halt zu Fuß unterwegs bist. Und leider gibt es in diesem Spiel nur zwei Wettersysteme, nämlich entweder gibt es Blizzard oder es gibt halt Nebel. Was ein bisschen schade ist, aber ist okay. Dann muss man sich halt damit arrangieren. Ja, so wie es im Sommer eigentlich nur noch warme Tage gibt. Warme und trockene vor allem. Also vor allem hier in Ostdeutschland ist es halt echt extrem. Wenn du da teilweise liest, dass es da Gebiete gibt, die seit... Ich weiß nicht, können wir eigentlich rennen? Wir können sogar rennen. Die seit einem... Die teilweise einen Monat lang keinen einzigen Tropfen Wasser sehen. Nichts. Und sonst auch viel zu wenig Wasser fällt. Und wenn dann Wasser mal kommt, dann kommt es halt in Massen. Also dann ist es halt gleich Unmengen an Wasser, dass du halt wirklich letzten Endes, das Wasser kann dann nicht versickern, das strömt dann oberflächlich weg. Reißt da halt noch alles mit in die Tiefe. Ist ja nicht so geil. Ah ja, Gott, ist klar drauf, okay. Darfst du es oder wie ist das hier? Hallo, danke. Ja, wir haben in der letzten Folge den einen Container da oben drauf noch entdeckt. Deswegen müssen wir das Zeug jetzt, wobei ich weiß gar nicht, ob das alles... Es sind eigentlich nur Kleidungsstücke, aber es könnte sein, dass es zu viel ist. Vor allem, wo es jetzt halt auch hier noch eine Nase herumliegt. Ja, wirklich, wir können kaum laufen. Hier. Haben wir irgendwas zu futtern? Nichts. Naja, sehr schön. Verdammt, dann laufen wir halt nochmal. Wir holen das Zeug dann ganz schnell. Sekunde. Naja, das ist immer noch zu viel. Okay, dann müssen wir halt nochmal holen. Das ist dann aber ein kurzer Abstecher nur. Echt, das ist doch so viel. Und dabei haben wir den Elchhautbeul und wir haben den Satzbonus. Und trotzdem reicht es nicht. Tja. Das heißt, wir haben jetzt so gut wie gar nichts aufgenommen. Na juhu. Ich sag ja, ein Schlitten, das wäre halt echt noch so die super Option. Du könntest übrigens mal das Gewehr nachladen. Wir haben nämlich die. Ja, jetzt nimm doch mal das Gewehr. Gut, besser. Ja, das müssen wir auch jetzt holen. Jetzt ist das Wetter nämlich gerade noch gnädig. Das Problem ist halt, mit jedem Auf- und Abstieg kann der Junge 4 Stunden wieder mehr schlafen. Da drüben ist der Wolf, linke Hand. Sieht man ihn ab und zu. Ja, und den dann auch. Mhm. Na gut, zumindest haben wir ihn einmal getroffen.
War mir zwar sicher, dass wir beim ersten Mal auch getroffen haben, aber na gut. Ja, sie haben ja diese Zielsystematik geändert. Sie sind der Meinung, dass man besser zielen kann, aber für mich ist das irgendwie nicht sehr zuträglich, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, es entspricht nicht mehr meiner Zielsystematik. Gut, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt vorher viel besser gezielt habe. Da oben könnten übrigens noch Birkenschösslinge sein, da wo die Bartflechten sind. Sehe ich nur gerade auf der... gerade von der Whiteberry. Sieht man natürlich von hier unten nicht. Aber das machen wir jetzt nicht, das ist jetzt nicht so wichtig. Okay, komm. Die Sachen raus, die wir jetzt nicht anhaben. Wieso haben wir die nicht an? Doch, wir haben eine an. Welche haben wir an? Also die ist gefroren, okay, deswegen ist sie so schwer. Alles klar. Okay. Müssen wir den Schlafsack mitnehmen? Müssen wir das? Ja, müssen wir. Wir holen jetzt noch den Rest hierher und dann hätten wir dann mal die Ebene auch zumindest materialtechnisch sauber. Also nicht mal fundtechnisch sauber, Material. Ist natürlich noch oben. Vor allem in Wolfsform, ja. Wenn er günstig gefallen ist, könnte man sich ja überlegen, ob man da vielleicht noch ein, zwei Kilo mitnimmt. Dann hätte man noch ein bisschen Futter. Wenn nicht, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Naja, hier haben wir getroffen. Da ist er hingerannt. Nein, dann wird er irgendwo da hinten liegen. Wen interessiert's? Dann soll er da halt liegen. Da liegt sich's gut. Ja, man sieht ihn auch nicht. Es ist auch völlig egal. Eieiei. So. Das Zeug muss noch mit. Dann haben wir's. Halt. 33 Kilo. Da können wir sogar noch ein bisschen was aufnehmen dann. Na gut, wenn die gefrorene Kleidung, das ist, da ist halt, steckt halt viel Wasser drin. Da könnt ihr eigentlich dran saugen. Ich denke, dass die Kleidung sauber ist, dass es ja keine getragene ist. Kann man das uns kaum vorstellen. Ich finde es ja auch lustig. Normalerweise hast du ja in so einem Flugzeug auch immer jede Menge Koffer dabei. Aber irgendwie... die findest du nicht. Hätte mich wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr Kleidung. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie viele Leichen hier herumliegen. Also in dieser Region, ich weiß gar nicht, wie viel können das sein. Wahrscheinlich schon allein, ich schätze mal, dass es wahrscheinlich 10 pro Region sein können. Ah, ich sehe da oben keine Schösslinge. Wie schon gesagt, von hier unten wahrscheinlich sowieso nicht. Gut, es soll natürlich nur eine Frachtmaschine sein, offiziell. Das weiß man ja nicht. So, was sagten die Kalorien-Dingenskirchen? Das könnte man tatsächlich eins essen. Ja, das passt. Genau. Ja. Die schießt schon wieder zu viel. So, besser. Ach, Junge. So, das heißt, jetzt direkt raus halt das Zeug. Warte mal, das ist unser Feuerstahl, den haben wir gerade durch Zufall aufgenommen.
Ja, jetzt heißt es halt, dass wir wahrscheinlich wieder pennen. Was kriegst du dafür? Machen wir mal 4, 5 Stunden. Ja gut, das ist am Seil, Gott sei Dank, egal. Gott sei Dank. So, und dann hier nochmal. Ja, passt. Ach, ich habe schon wieder den Sack. Komm, zieh den an. So. So, Wasser rin. Gut. Nimmst du die beiden Dinger schon mal mit? Echt, das kriegt man alles mit. Geil. Da ist die Ebene sauber hier. Okay. Ja, so sieht man aus, wenn man ihn sich selber anziehen lässt. Das müsstest du auch wirklich sehen, dass es so einen Eisblock dann anhat am Kopf. Wie ein Trottel. Wirklich wahrhaftig. So, wo stehen wir denn gewichtstechnisch? Ja, schon wieder eine gute Menge hier. Dann nehmen wir wenigstens unsere alten Schuhe noch mit. Eieiei. Tja, Junge, jetzt gehen wir erstmal weiter durch die Suppe. Legen das unten auf den anderen Stapel mit drauf. Und watscheln wieder hoch. Ja, das ist echt viel Stuff, alter Schwede. Ja, das sind ein paar Gänge. Ich meine, sobald wir mal Richtung Berghütte unterwegs sind, da können wir dann immer Fleisch krabbeln in der Bärenhöhle. Ich denke, dass der Bär noch nicht da ist. Ja, werden wir dann sehen, aber ich denke, dass er noch nicht so schnell kommt, wie normalerweise nicht wieder. Na gut, ich meine, es sind jetzt über 2 Wochen, dürften es wahrscheinlich schon sein. 2 Wochen ist halt schon eine Menge. Ich denke aber, das reicht trotzdem nicht aus. Mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das wahr ist oder ob das sich das jemand ausgedacht hat oder denkt, das seien Erfahrungswerte. Aber der hat halt gemeint, dass im Interloper 50 bis 60 Tage anzusetzen sind. Deswegen vermute ich, dass es, wenn das, sagen wir, plus minus die Richtung ist, dass es im Interloper, wenn überhaupt, mindestens die Hälfte ist davon. Also 20 bis 30 Tage kannst du wahrscheinlich schon rechnen. Ja, die Wölfe da unten. Gucken, wie wir da durchkommen, hm? Das haben wir noch nicht gelernt, das können wir auch nicht lernen, okay. Okay, die 2 Schösslinge kommen in die Höhle. Hier. Zum Bären. Dann können die schon mal lostrocknen. 16% hat er schon. Er kommt gut voran. Ja, und dann haben wir noch das Futter. Das kommt am besten direkt vor die Höhle. Du wolltest die Höhlenmusik gerade ansetzen. Tja. Leider nicht. Ich mag die eigentlich wirklich sehr gerne. So. Und da kommen noch die 40 Kaffees raus. Die müsste man mal kochen. Ja, nichts Geileres, als im Abend in dichter Suppe rumzuwatscheln.
Das heißt, nächsten Tag könnte uns dann ein Blizzard drohen. Irgendwo da oben sind vermutlich Vögel, lassen aber keine Federn fallen. Faules Federvieh. Genau. Da hast du recht. Aber du musst auch keinen Seil mehr klettern. Du musst eigentlich nur noch die Haxen vorwärts bewegen. Dann passt es schon. Ja, es wird immer dunkler und finsterer. So, ein bisschen was haben wir noch am Abstieg und dann das Zeug und das aus der Kiste. Das ist nämlich eigentlich unser Stuff. Aber vieles braucht man halt nicht. Das ist halt, du brauchst halt nicht permanent ein Seil. Seil, genau. Ja, brauchst nicht immer drei Seile mit dir rumzuschleppen und diese fünf Hämmer auch nicht. Nee, du brauchst nicht mal ein Beil und die Säge oder so. Das ist ja auch nicht mal notwendig. So, wo tauchen sie auf? Hä? Naja. Da ist es ja. Gut, Handschuh. Die Handschuh. Ja, im Interloper hat ja die große Reise eingesetzt. Große Reisezeit. Und ich habe mir da auch überlegt gehabt, dass man vielleicht mal die entgegengesetzte Richtung antritt, als wo wir gerade hier unterwegs sind, damit man da nicht gar zu sehr durcheinander kommt. Denn das ist ja, ich sag mal, vom Zuschauen. Gut, dann noch das Zeug aus der Kiste. Oh nee, das müssen wir nochmal extra holen, oder was? Ach, verdammt. Wir sind so schwer, Leute. Wir können nicht laufen. Doch, wir können laufen, aber gerade so. Können wir damit laufen? Ja, okay, das ist besser. Ja, wir werden natürlich auch matschig. Das kommt natürlich erschwerend hinzu, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich schätze, es sind... Ich müsste mal alles aufnehmen. Ich müsste wahrscheinlich mal mein gesamtes Zeug mal ablegen. Und dann mal alles aufnehmen. Dass wir es uns mal sozusagen durch vier teilen. Wobei in der, ach nee, in der Echo-Höhle liegt ja auch noch etliches Zeug, glaube ich. Soweit ich weiß, aus den Containern, die dort bei dem Motor liegen. Ja, trotzdem, man kann das trotzdem mal machen. Dass man einfach sieht, sind das eher drei Gänge oder sind das eher vier Gänge? Wie viel wiegt unser reiner Stuff, wenn wir das aufs Minimalste beschränken, das heißt Gewehr, Pistole, Messer, Schlafsack. Genau, das sind eigentlich so die Dinge, die man halt dabei haben sollte. Medizin, natürlich. Alles andere braucht man nicht, jetzt für den Moment. Also wir brauchen futtertechnisch nichts, damit kann man sich immer vor dem Gang ausstatten, in Anführungsstrichen. Feuertechnisch brauchen wir im Prinzip auch nicht, weil wenn wir gegessen und gefuttert haben, brauchen wir auch erstmal kein Feuer und wenn es einen Blizzard gibt, dann wissen wir ja meistens, wo wir hin müssen. Schlafsack ist halt wichtig. Materialtechnisch brauchen wir auch nichts, bis auf die Hagebutte. Und halt die Kleidung natürlich. Da könnte man aber auch nachdenken, ob man sich ein bisschen leichter macht. Weil momentan rennen wir mit der vollen Montur rum und wir haben gefühlt 5 Grad, allerdings auch 4 Erfrierung. Ja, aber ich sag mal, so ein bisschen Unterkühlung ist ja nicht schlimm, solange man nicht komplett keine Temperatur hat. Das geht ja dann schon. Ja, wahrscheinlich macht das Sinn. Da kann man noch ein paar Kilo, kann man da noch rauskitzeln. Dann könnte man es in der Summe vielleicht um einen Gang reduzieren. Naja, naja. Er weiß gar nicht, ob er gerade schnaufen soll, weil er so viel auf dem Rücken hat oder weil er so fertig ist. Naja, da vorne ist der Haufen.
So, also jetzt erstmal alles unnütze Geraffel wieder raus. Okay, so. Sonst noch was? Der Rest ist unser Geraffel. Da geht's hoch. Ich hatte bei mir zu Hause jetzt tatsächlich mal eine Packung Streichhölzer gefunden, eine frische. Mit 39 Streichhölzer oder 38, ich weiß gar nicht, ob es 38 oder 39 waren, ist ja auch egal. Auf das ein oder andere kommt es nicht drauf an. Und ich habe das mal auf die Waage, wir haben halt eine, die digital wiegt, also relativ präzise. Und die hat 8 Gramm angegeben. Also selbst wenn es 10 Gramm sind, für sagen wir mal 38. Dann müsst ihr ein 20 Gramm Pack immer noch 5, 6 Gramm wiegen maximal. Nicht 100. Wie sie wiegt. Wahrscheinlich konnten sie mit so kleinen Werten nicht arbeiten, weil sie ja dann 3 Stellen nach dem Komma angeben müssten. Wenn du dann 5 Streichhölzer dabei hast und wiegt im Prinzip nichts. Ist es aufgeklärt? Ah ja, sehr interessant. Das Ganze wieder schnaufen, ist doch geil. Halt die Stöcke, lass mal drin. Tanne kommt mit. Zeder. Kann von mir aus hier bleiben. Ja, also diese Gewichte, das ist hinten und vorne stimmt das nicht. Wir haben das ja auch festgestellt mit dem Bärenfellmantel, dass der gewichtstechnisch auch nicht stimmt, beziehungsweise das Bärenfell zu leicht ist. Kilo wiegt das nur. Also es sollte wahrscheinlich eher so ähnlich wie das Elchfell sein. Also vielleicht weniger. Vielleicht 3,5 bis 4 Kilo. Würde ich mal sagen, könnte man für ein getrocknetes Bärenfell ansetzen. Ob das echt auch so ist, ich weiß es gar nicht. Das ist auch sehr, sehr schwer, muss ich sagen, so Informationen herauszufinden im Netz. Ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie nach Rehfell, Gewicht oder so suche, dann finde ich mir irgendwelche Nähkurse für Anfänger mit Rehfell oder so in Finnland. Habe ich irgendwie mal gefunden. Das war eigentlich nicht so die Information, die ich eigentlich wollte. Aber gut. Willst du da machen? Wie spät ist eigentlich? Ziemlich. Wir sind ziemlich im Eimer, ich mein Guter. Ziemlich. Okay, gut. Schnapp dir mal noch das Wasser. Nein, das ist zu wenig. Schnapp es dir noch mit. Ich werde jetzt im Reimrutsch schlafen, ganz ehrlich. Verdammt, ich hab einen falschen Schlafsack. Halt. Trinken. Und ausschlafen. Sehr schön, die Erfrierungsrisiken sind geheilt. Der Bär steht bei 20%. Er hat schon ein Fünftel geschafft. Wie krass ist das denn? Wir haben schon wieder dichten Nebel. Das kann doch nicht wahr sein. Ich sag ja, das Wetter hat hier nicht so viele Modi. Ne, von den Kalorien noch nicht. Okay, Moment. Wir wiegen 25,6 Kilo, wiegt unser Zeug. Okay, das kriege ich, glaube ich, hin. Okay, er hat irgendwas gesagt, von das wäre zu viel. Ich weiß nicht, was er mit den 126 Kilo meint. Okay, es sind 100 Kilo, okay. Im Prinzip sind es 100 Kilo. Das heißt, 25, wenn man auf 3, wenn man das auf 4 Gänge macht. Dann wäre man mit 50 Kilo unterwegs. Beziehungsweise, wenn man sich noch ein paar Kilo entledigt. Das Problem ist, wenn ich es auf 33 Kilo mache, also Drittel, und ich will maximal 45 Kilo mit mir herumschleppen, dann kann ich mir nur 12 Kilo mitnehmen. Ja, das meiste ist wahrscheinlich hier, genau. 60 Kilo Werkzeug. Oh, Schnauf. Ja, okay, gut. Dann ist das wahrscheinlich so. Dann versuchen wir uns erstmal wieder das Zeug vom Leib zu halten.
irgendwie so. Mann, Mann, Mann. Okay, lad mal nach. Okay, wir gehen jetzt erstmal hinunter in die Schluchthöhle und werden dort mal gucken, was wir uns halt entledigen können. Leider ist es sehr neblig. Ah, da drüben ist ein Wolf, okay. Naja. Der konnte gar nicht mehr bellen vor lauter Krummeln. Gut. So, der Wolf ist perdu. Guck, ob hier noch ein zweiter herumrennt. Dann machen wir da auch schnell einen Prozess damit hier. Echt, wird's kalt. Oh, echt, so kalt ist es, verdammt. Ich wollte eigentlich Zeug ablegen, dass man da irgendwie mit 33 Kilo Gewicht herumrennt. Aber selbst wenn man 50 geht, brauchen wir immer noch 17, müssen wir auf 17 Kilo runterkommen. Das heißt, wir müssen 10 Kilo Zeug ablegen. Huch, warum ist das hier so finster? Was ist das? Ein Rechner. Ja, hier ist noch mehr gefrorenes Zeug. Da ist noch ein bisschen Wasser. Alter, warum ist das bei Nebel so finster? Also diese ganze Lichtgeschichte, das ist echt nicht gut. So, dafür haben wir den Kollegen hier. Der hat sogar schon ein paar Sachen. Oh je. Da kriegt man ja nur 5 Kilo rein. Hm. Okay, dann muss ich das anders machen. Dann muss ich hier das auf den Schnee legen, dass ich das sehe. Okay, wie schon gesagt, das Zeug kann hier bleiben. Gut. Okay, wir werden uns wahrscheinlich jetzt nicht so viel mit Magen verrenken. Und die Dinge verwende ich eh nicht, weil du kannst ja den Revolver verwenden. Gut, Kleidung kümmern wir uns gleich drum. Wir haben getrunken. Gut. Dann kommt das komplett raus. Okay, lad nochmal den Revolver nach. Ah, jetzt lad nach. Gut, dann kann man nämlich die 190 Gramm hier auch noch rauswerfen. 17,98. Wir müssen den Schlafsack noch tauschen. Oder wir gucken mal, was wir rausschmeißen können. Ja, die Socken zum Beispiel. Okay, den Pullover. Nehmen wir lieber die Tube oder lieber die Skimaske? Ist egal. Warte mal, die wiegt 250, die wiegen beide genauso viel. Okay, Gewicht. Ja, das ist schon eher in der Region, wo ich hin möchte. Leider nicht temperaturtechnisch. Wenn wir wissen, dass der Bär nicht da ist, ist das ja kein Problem mehr, aber ansonsten... War das der einzige Wolf? Das war ich noch nie so. Dass hier unten nur ein Wolf herumstromert. Ja, inzwischen ist es ja aufgeklärt. Es ist noch relativ früh am Morgen. Ja, wo der auch immer rumliegt, ist ja völlig egal. Getroffen, Kampf. Mhm. Dass du dann mal gleich Blut verlierst. Also man hat quasi keine offene Körperstelle, aber er verliert trotzdem Blut. Ja, okay, dann sind das allein drei Gänge und dann aus der Echo-Schlucht wahrscheinlich final dann nochmal ein Gang, nehme ich mal an. Oh je. Oh je, Leute. Wir werden den Schlafsack vielleicht mal tauschen. Wir nehmen auch gleich den Bären mit. Komm. Okay, wir stehen bei 16,47 Kilo, das heißt, wir peilen mal 49 Kilo an. Also 49, 50 Kilo, sowas in Trier. Gut.
Geht noch was? Geht noch was? Das ist zu viel. Wir haben einer fliegt raus. 49,88 Kilo. Ja, die Geschwindigkeit ist okay. Aber es ist nicht mehr ganz so kalt, mein Guter. Es sieht so aus, als würde es aufklaren. Ja, tut es tatsächlich. Okay. Dann wird es wahrscheinlich auch wärmer. Minus 8 Grad. Okay. Da vorne sind die Krähen. Man sieht sie kaum. Ich mach's mal rechts oben in die Ecke. Gut, das ist wichtig. Keine Köder im Inventar. Ja, Leute. Dann machen wir das einfach so. Ich gehe mal kurz in die Höhle nach hinten. Warte vielleicht mal eine halbe Stunde oder so. Und, dann werden wir in der nächsten Folge die Transporte machen. Ich hoffe, wir kriegen sie alle rein. Ich bin mir aber nicht so 100% sicher. Das wird ein bisschen knapp. Na, guck mal, hier gibt's Futter. Hast du Hunger, Junge? Das weiß er auch nicht. Ach, echt so viel. Gut, dann warten wir eine halbe Stunde. Okay. Und in der nächsten Folge, ja, geht's weiter, wie schon gesagt. Mit den Transporten, leider müssen wir da noch durch. Ich hoffe, ich krieg sie alle in eine Folge. Und dann werden wir dann in der nächsten Folge darauf dann noch die restlichen Container absuchen. Zwei Orte sind es noch. Sehr schön, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.